Hi Leute, wie geht's euch? Willkommen zurück zu der Pokémon Heart Gold Randomizer Nuzlocke! Warte mal, was ich gerade getan habe. Ich habe mir wieder ein Espresso gezündet. Das ist echt ein Wundermittel. Das ist einfach ein gottverdammtes Wundermittel für Pokémon-Folgen. Wir wollen, glaube ich, heute in die Arena gehen. Also, ob ich es will oder nicht, das ist jetzt mal eine andere Frage. Aber ich glaube, wir gehen heute dahin. Und wir haben leveltechnisch noch ein bisschen was aufzuholen. Ich versuche vielleicht noch die ein oder andere KP hier zu bekommen. Hier kriege ich nichts. Es freut uns ja, dass alle so hohe Erwartungen an die Safari-Zone haben, aber die Dame am Empfang tönt ein bisschen zu laut durch die Gegend. Setz doch einfach ein gesundes Maß an Erwartungen in die... Okay, hä, was heißt das? Hey du, hör mal kurz zu. Hinten soll demnächst ein Ort entstehen, der sich sehr spannend anhört. Eine Safari-Zone. Da gibt es Frauen und Männer und je nachdem, welche Vorlieben du hast, kann man da hingehen und glücklich werden. Okay, aber die scheint wohl gerade irgendwie noch zu sein. Das heißt, wir gehen jetzt in die Arena. Höchstes Level vom Arena-Leiter 31... Mein höchstes 29. Das könnte übel werden. Ich werde meine Pokémon heilen. Dann noch mal kurz mein Inventar überprüfen, ob ich irgendwelche Tränke, Heile oder sonst was brauche. Und dann gehen wir mit der größten Vorsicht in diese Arena. Seid ihr bereit? Let's go. Da wären wir. Und uns wurde ja schon gesagt, wenn ich mit dem Arena-Leiter reden will, muss ich seinen Wasserfall ausmachen. Normalerweise trainiert der Kampf-Pokémon. In unserem Fall ist das relativ egal. Ne, ist alles randomized. Wenn wir jetzt mit ihm quatschen, dann steht dran, wir können nicht mit ihm reden. Er ist so in sein Training vertieft. Wir fangen jetzt an, und Stück für Stück dadurch zu battlen. Ich packe mal Prayfog. Ne, Puma muss nach vorne. Der ist aktuell noch am niedrigsten. Ne? Ich versuche noch irgendwie die EP so ein bisschen auf mein Team zu verteilen. Und dann hoffe ich einfach, dass sein Level 31 Pokémon einfach kein Registil oder so ist. Wie bei der letzten Arena. Ich habe wirklich ein bisschen Angst. Das könnte ja sehr übel werden. Und wenn wir nicht aufpassen, dann könnte es hier ganz, ganz böse für uns werden. So, wir haben hier direkt mal ein Eis-Pokémon als Gegner. Eispflanze ist das, ne? Vierfach-Schwäche Feuer. Dementsprechend, Max, do your job. Puma, du bist hier auf jeden Fall fehl am Platz. Aber er kriegt auf jeden Fall ein paar IP. Das, glaube ich, Level 26 für ihn auch schon drin ist. Das sollte uns ja jetzt nicht schaden, die Eissplitter, ne? Feuer resistiert ja Eis. Das so im Kopf hab? Genau so sieht's aus. Übrigens habt ihr mir einen guten Vergleich geschrieben. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ich kann mir gar nicht merken, dass Stein gegen Kampf nicht gut ist. Ich weiß leider nicht mehr von wem es war, aber jemand hat in die Kommentare geschrieben, Bruder, stell dir vor, du wirfst einen Stein auf einen Bodybuilder, er kriegt ein blaues Auge und du bist danach tot. So werde ich mir das jetzt in Zukunft immer merken. Also Freunde, Stein ist gegen Kampf nicht sehr effektiv. Das ist wie wenn du einen Stein auf einen Bodybuilder wirfst. Fand ich einen guten Vergleich, so kann ich es mir tatsächlich merken, auch wenn es dumm ist. Aber man braucht immer so blöde Eselsbrücken. So funktioniert einfach das menschliche Gehirn. Gut, direkt der nächste. Hauptsache, ich krieg noch irgendwie EP. Okay, der droppt mit dem Vibrava rein. Eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Hat doch den Käfertyp. Der müsste doch eigentlich so einen Windstoß von mir wehtun. Aber jetzt fängt er schon wieder an, meine Genauigkeit zu senken. Gott, ich hasse es. Aber ich treffe. Jetzt muss ich gucken, wie viel Damage ich ihm mache. Okay, das mit dem Käfertypen ist noch... Aha, aber das könnte was werden. Ich versuche halt Puma irgendwie noch... Oh Gott. Ich versuche halt Puma irgendwie noch so viele EP wie möglich zuzuspielen. Aber solange er seinen Windstoß noch trifft, ist alles gut. Im Notfall wechsle ich ihn dann einfach aus. Ne? Also, das ist jetzt nicht so tragisch. Ja, drittes Mal Genauigkeit gesenkt. Ich glaube... Also, wenn er jetzt nochmal trifft... Dann ist er einfach ein Adlerauge. Aber solange mich dieses Vibrava nicht angreift, probiere ich es noch weiter. Ich habe ja nichts zu verlieren. Aber, nee, wisst ihr was? Da mache ich ganz kurz einen Prozess und switche raus zu Pray for Gaddon. Auch der kann noch EP gebrauchen und Puma kriegt dann auch mit den Rest EP noch sein Level ab. Ja, also wer so eine ehrenlose Taktik fährt, ne? Tja, ne, Neutraltorso, vergiss es. Juckt Pray for Gaddon nicht, dass du seine Genauigkeit senken willst. Hau ab, Vibrava. Ehrenlos. Mir hast mir kein KP abgezogen, aber Hauptsache mir auf den Sack gehen, ne? So, er kommt jetzt noch mit dem Golking rein. Na, das ist Generation 1 Pokémon. Fand ich früher tatsächlich, als ich Pokémon Rot gespielt habe, sehr cool. Ich finde das ein sehr nices Pokémon. Auch wenn es natürlich so ein bisschen feminin aussieht, ne? So ein bisschen einhornmäßig und ein Goldfisch und ihr wisst schon so Bescheid, aber ich mag's. Goldini gar nicht. Golking wiederum fand ich dann cool. So,
So, ich probiere hier einfach mal mit Pray for Gaddon einfach so ein bisschen niederzuprügeln. Ich sehe jetzt hier nicht die Notwendigkeit, das Pokémon zu wechseln. Oh, Stahl ist nicht gut gegen Wasser. Warum ist jetzt Stahl wieder nicht gut gegen Wasser? Ja, okay, Stahl rostet in Wasser. Vielleicht kann ich es mir so merken. Also teilweise finde ich diese Resistenzen schon ein bisschen random. Oder hat Goldking irgendwie noch einen zweiten Typ, von dem ich nichts weiß? Der hat jetzt zum dritten Mal Superschall eingesetzt und trifft nicht. Uiuiui, ich würde ausrasten. Ich würde einfach mal komplett ragen. Holy shit. Oh mein Gott. Sehr gut gemacht, Pray for Gaddon. Bin stolz auf dich. Ja, der Typ hat mir jetzt außer einer Hornattacke gar nichts angetan. So, jetzt muss ich aber, glaube ich, die Seite wechseln, weil der Typ mich nicht vorbeilässt. Und erstmal hier gegen diese ganzen Schwarzgurte kämpfen. Aber vier Trainer gibt es hier, sehe ich gerade. Ist machbar, ist machbar. Bisher noch alles gut. Ich habe einfach nur Angst vor dem Level 31 Pokémon von dem Dude. Ne, wenn er halt so ein Schwalbini kommt, da juckt es mich halt auch nicht, dass es auf Level 27 ist. Das ist das Gute. Aber da kann halt auch was ganz anderes kommen. Das ist das Problem. So. Notsituation. Mach doch... Holy shit. Warum macht das so viel Damage? Was ist Notsituation für eine Attacke? Das will ich mal googeln. Darüber will ich informiert sein. Aha, okay. Notsituation setzt die KP gleich, ne? Und ich habe gerade so viel Leben verloren, weil Schwalbini nur eine maximale KP-Anzahl von 59 hat. Deswegen wurde meine KP auf 59 gesetzt. Ist okay. Kann jetzt gerne nochmal einsetzen, habe ich keinen Stress mit, weil durch Notsituation werde ich nicht sterben. Jetzt fängt er schon wieder an, seinen Fluchtwert zu steigern. Aber einmal juckt mich nicht. Mit dem zweiten Windstoß ist es zum Glück down. Ne? Ich versuche ja auch noch ein bisschen zu lernen und Notsituation kam mir schon irgendwie bekannt vor. Aber ich hatte jetzt einfach nicht ganz im Kopf, was es bringt. Sehr gut. Good job, Puma. Ein Schwarzgurt haben wir hier noch. Und dann müssen wir uns um den Arenaleiter kümmern. Holy shit. Ich habe so Angst vor ihm. Ihr glaubt das gar nicht. Auf die Fresse, mein Freund. Drei Pokémon. Fängt mit einem Fluffeluff an. Ja, also Baby-Pokémon sind immer sehr dankbare Gegner. Sag ich mal. Die halten nicht so viel aus. Und da ist das Level eigentlich relativ egal. Es gibt ja so Sephiroth macht das öfters oder überhaupt in so Teams, ne? Werden ab und zu so Teams gebaut, dass man... Oh, Imitator ist gar nicht so gut. Weil mich Windstoß, glaube ich, sehr effektiv trifft. Dass so manche nur Baby-Teams bauen. Also irgendwie scheint das wohl sehr stylisch zu sein, Baby-Teams zu bauen. Ist es auch irgendwie. Aber eigentlich sind die nicht stark. Die sehen halt knuffig aus, ne? Aber zum Glück keine Gegner. In einer Randomizer-Nuzlocke sehr gerne gesehen. Oh, okay. Jetzt kommt ein Panzer-Aeron. Ja, jetzt muss ich hier schon ein bisschen mehr aufpassen. Traue ich mich zu Max zu gehen? Er kann mir eigentlich nichts, ne? Max hat noch nicht den Kampftyp. Doch, hat er schon. Ah, Flugattacken könnten mich sehr effektiv treffen. Ist nicht fresh. Okay, was mache ich hier am besten? Allgemein der Flugtyp ist nicht so geil. Ich gehe mal mit Pray for Gaddon rein. Und schau mal, wie viel mir so ein Felsgrab bringt. Weil er kann mir, glaube ich, nicht... Er kann mir nicht viel tun, ne? Seine Init kann er steigern. Er wäre sowieso schneller als ich. Ich muss mal gucken, wie viel so ein Felsgrab hier macht. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Das wissen wir da und deine Initiative steigen, mein Freund. Bisschen blöd, oder was? So, friss Steine. Oder auch nicht. Yo. Einfach nochmal Agilität, so. Ne? Usain, das ist so ein Usain Bolt, ne? Wird immer schneller und schneller. Usain Bolt läuft einfach die 100 Meter dreimal, bevor ein Kontrahent von ihm die 100 Meter läuft. Na, jetzt denke ich seine Init, aber das juckt ihn auch nicht. So, er ist schon dreimal im Ziel, bevor ich überhaupt ankomme, aber das juckt mich jetzt nicht so. Okay, Felsgabe ist nicht so meine bevorzugte Attacke. Oh, hast du keine andere Attacke, oder was? Mal schauen, wie viel so eine Konfusion macht. Ich glaube auch nicht viel, ne? Panzer-Aeron ist ätzend, aber ich traue mich... Nee. Ich traue mich einfach nicht, Max einzuwechseln. Mit dem Flugtyp ist das nicht chillig. Ist das nicht cool? Aber der Windschnitt sollte mir halt auch nicht wehtun, ne? Also, da hauen sich gerade einfach zwei Stahl-Pokémon auf die Fresse, die sich gegenseitig nicht viel machen können. Das ist das Problem hier. Aber ich kann seine Initiative wieder ein bisschen senken, aber ich werde niemals an ihn rankommen von der Geschwindigkeit. Oh, Metallklaue kann meinen Angriff steigern. Okay, dann haue ich ihm weiter mit Metallklaue auf die Fresse. Einfach ein bisschen Angriff steigern kann nicht schaden. Aber nicht immer, ne? Nur manchmal ist da ein Angriffsboost drin. Aber ist gar nicht schlecht. So, dieses sich gegenseitig auf die Fresse hauen auch endlich mal ein Ende. Es waren wirklich zwei Pokémon, die sich einfach gegenseitig kein Damage machen konnten, ne? So, und sich einfach gegenseitig die ganze Zeit auf die Fresse gehauen haben und nichts ist passiert und irgendwann geht halt mal einer in die Knie. So, als letztes haben wir noch einen Tyrakorg.
wechsle ich. Er kann mir eigentlich nichts, ne? Und da ich jetzt eh schon einen geboosteten Angriff habe, hau ich ihm einfach mal weiter mit Metallklaue auf die Fresse. Dann müssen wir den eigentlich... Oh, das ist nicht sehr effektiv. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so hilfreich. Dann würde ich sagen, wechseln wir zu Puma. Und der gibt ihm dann mit einem Rasierblatt auf die Fresse. Wie gesagt, die beiden können noch die EP gut gebrauchen. Aber nach dem Trainer kommt halt der Arena-Leiter dran, ne? Vor dem habe ich halt so Angst. Oh! Oh! Nein! Als ob er wüsste, dass ich auswechsle. Oh mein Gott, da ist die Vierfachschwäche eingeschlagen. Oh mein... Okay. Oh. Herzschlag. Wo ist... Auf 8 Millionen. Oh. Dummes Tyrakrok, Alter. Wow. Erstmal kurz unachtsam. Denk nicht drüber nach, dass er eine Eisattacke haben kann. Und dann gibt... Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Boah, ich will Puma als echtes Pokémon, das will ich nicht verlieren. Ich mag das einfach so gern. Gut. Jetzt bin ich wach. Ab ins Pokécenter. Da machen wir den Wasserfall aus. Und dann kämpfen wir gegen einen Trainer, der ein Level 31 Pokémon hat. Damn. So, dann machen wir den Wasserfall mal aus. Und dann kämpfen wir gegen den Dude. Oh mein Gott, ich habe echt Herzklopfen, ne? Ich habe einfach Angst. Ich habe einfach Angst, jemanden zu verlieren, ein Pokémon zu verlieren, was ich liebe. Oder vielleicht sogar mehrere, wenn das Level 31 Pokémon krass ist. So, ich leade mit Pray for Gaddon. Ich glaube, Pray for Gaddon ist hier eine gute Wahl. Der resistiert sehr viel. Er hat Attacken von 4 verschiedenen Typen. Psycho, Stein, Metall und Normal. Und ich glaube, dass er ein solider Lead ist. Man kann ihn eigentlich nur mit Feuer oder mit Bodenattacken gut treffen, ne? Oder Geist. Geist auch noch, weil er den Psychotyp hat. Aber trotzdem, ich glaube, mit Pray for Gaddon habe ich einen guten Lead. So, ich bin wachsam. Ich bin wachsam und gewappnet. Nur 2 Pokémon. Oh mein fucking Gott. So, Amaldo dürfte Stahl, nein, nicht Stahl, Steinkäfer sein, ne? Der müsste doch mit Metallklaue Damage machen, oder? Nice! Oh mein Gott, aber der... Holy shit. Der hält viel aus, aber die Metallklaue gegen uns juckt mich nicht. Gute Sache. Sehr gute Sache. Mit Pray for Gaddon einen guten Lead gewählt. Der müsste gegen dieses Amaldo, glaube ich, recht gut bestehen können. Zumindest kann er ihm viel Damage machen. Aquaknarre trifft uns normal, ne? Ja. Ist okay. So. Aber das ist ja nur sein zweitstärkstes Pokémon. Da kommt ja noch mehr. Ich hoffe, er setzt... Wir haben ihn gerade in die rote Range gebracht. Ich hoffe, er setzt vielleicht seine Heiltränke oder so ein. Wäre eine gute Sache. Oh, Volltreffer. Weil, dann setzt das für sein Level 31 Pokémon nicht ein. Das ist mir recht. Da darf er gerne seinen Hypertrank einsetzen. Pray for Gaddon prügelt einfach weiter mit seiner Metallklaue drauf. Oh mein Gott, ich habe echt Herzklopfen. Ich bin gerade so krass weit. Und übrigens, ich bin nicht nackt. Ich habe hier noch was an, ne? Also, weil ich mir gerade so voll auf die nackte Brust gehauen habe. Amaldo ist ein geiles Pokémon, ne? Das finde ich, sieht ultra cool aus. Feier ich extrem. So, er kommt weiter mit seiner Aquaknarre. Ich bin noch nicht in Volltreffer-Range, dass die mich irgendwie töten könnte. Also bin ich da noch sehr unbesorgt. Jetzt droppt dein Schutzschild. Das ist dein Ernst? Fängst jetzt so an, ne? Siehst ein, dass du quasi schon down bist. Und versuchst noch irgendwie Zeit rauszuschinden. Bringt dir nichts. Pray for Gaddon ist gut dabei. Ich feier Pray for Gaddon. So, die Nuzlocke, die Randomizer Nuzlocke ermöglicht dir einfach Pokémon zu trainieren, die du normalerweise nicht trainieren würdest. So, ich nutze es jetzt noch, weil er kann mir ja nicht wirklich viel Damage machen. Warte mal, wie viel halt Bärensaft? Jetzt nur 20 KP. Okay, nee, das will ich nicht. Und setze hier meinen Supertrank ein, dass ich Pray for Gaddon nochmal in eine Range bringe, dass das vielleicht sogar, je nachdem was kommt, mit dem zweiten Pokémon aufnehmen kann. Das ist jetzt so ein bisschen mein Ziel. Er kann höchstens eine Aquaknarre oder eine Metallklaue bringen, die mir beide Male nicht viel Damage macht. Und jetzt habe ich halt Pray for Gaddon in einer Ausgangslage, wo er halt auch vielleicht mit dem Level 31 Pokémon es aufnehmen kann, je nachdem was es ist. Sehr schön, Amaldo ist weg. Dürfte viele EP geben, glaube ich. 1236. Nice. Richtig gut. Hat sich Pray for Gaddon verdient. Ein Sandama. Okay. Das ist okay. Er hat keine Lappen-Pokémon. Beide Pokémon von ihm waren entwickelte Endstufe. Aber eigentlich müsste doch Anna hier
die richtige Wahl sein. Egal ob mit Pflanzen oder mit Bodenattacken. Okay, es ist zum Glück kein Step. Zongkling ist nämlich Typ Käfer. Ich werde mal den Megasauger einsetzen. Okay, sie baut den Walzer auf. Damit kann ich leben. Weil ich mich gegenheilen kann. Weil ich mich gegenheilen kann. Und wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes passiert, dann müssten wir diesen Kampf gut gewinnen. Das ist ein Volltreffer und der One-Hit! Anna! Du bist einfach eine Maschine! Nice! Sehr gut! Sehr schön! Gefällt mir! Mit sehr underlevelten Pokémon Hartwig auf die Fresse gehauen. Er hat jetzt keine Über-Pokémon, aber Sandama und wie hieß das andere Fossil-Pokémon? Irgendwas mit A am Mai. Keine Ahnung, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Das ist okay. Und damit ist der 5. Orden in unserer Tasche. So, jetzt müssen wir gucken. Die nächsten 2 Arena-Leiter haben vom Level quasi keinen Unterschied. Ich glaube nur ein Level-Unterschied. Und wir bekommen die allererste TM. Müsste irgendeine Kampfattacke wahrscheinlich sein, ne? Power Punch. Okay, das ist genau das Gegenteil zu Vergeltung. Wenn wir jetzt Damage kriegen, dann können wir die Attacke nicht mehr einsetzen. Und wenn wir keinen Damage bekommen, bevor wir es einsetzen, dann machen wir ultra viel Damage. Ist in Ordnung, werde ich aber, glaube ich, nicht einsetzen. Lohnt sich nur auf Pokémon mit hoher Initiative. Puh, wir haben den nächsten Orden. Freut mich. Das ist den Orden von Anemonia City. Gut, dann will ich dir die VM schenken. Oder das müsste Fliegen sein, oder? Das müsste Fliegen sein. Yes! Gute Attacke. Gute Attacke für unseren lieben Puma. Die Frage ist nur, Fliegen müsste fast physisch sein und nicht speziell, ne? Das Einzige, was mich ein bisschen stresst, ist physisch. Verdammt. Aber hat halt trotzdem Stärke 90, ne? Werde ich ihm trotzdem beibringen. Werde ich ihm trotzdem beibringen, statt dem Windstoß. Aber dann, na wohl, dann bringt mir... Das Problem ist, wenn ich es ihm beibringe, dann bringt mir Wachstum nichts mehr. Weil Rasierblatt physisch ist und dann auch Fliegen physisch sein wird, dann bringt es mir nichts, meinen speziellen Angriff zu boosten. Aber eigentlich will ich es ihm schon beibringen. Ja, ich habe meinen Spezialangriff 48 und Angriff 42. So weit auseinander ist es jetzt auch nicht. Ich mach's. Obwohl, oder ich bring's ihm statt Wachstum bei, glaube ich. Werde ich machen. Ich bring's ihm statt Wachstum bei. Halte ich für am sinnvollsten. Weil, wie gesagt, wenn ich Windstoß dafür rauswerf, dann ist Wachstum absolut useless. Brauche ich nicht mehr. Und dann werfe ich lieber gleich Wachstum raus und kann dann noch gucken, okay, wenn der Gegner vielleicht einen Reflektor aufgesetzt hat, kann ich noch mit einer speziellen Attacke angreifen. Ist, glaube ich, sinnvoller, ne? Ich habe zwar 2 Flugattacken im Set und ich werde, glaube ich, hauptsächlich nur mit Fliegen kämpfen. Aber, wie gesagt, lieber habe ich noch Windstoß drin als Wachstum drin, weil Wachstum 100% useless wäre. Sehr schön! Aber Moment mal, darf ich mal eben was nachgucken? Ich hatte irgendwie gerade... Lass mich mal bitte kurz was gucken. Okay, vergesst das. Doch, Pancake kann auch fliegen lernen. Ich glaube, ich bringe es ihm auch bei. Ich glaube, ich haue den Sondersensor dafür raus. Weil wir haben ja schon Pray Forgetter mit Konfusion. Und dann haue ich doch lieber den Sondersensor dafür raus, oder? Ja. Das halte ich für sinnvoll. Der Spukball macht gut Damage. Und Fliegen ist sehr geil auf ihm. Sehr gut. Nice. Und dann gehen wir jetzt hier rein. Heilen uns. Bringen uns wieder Vordermann. Und dann fliegen wir zurück nach Oliviana City. Und liefern die Medizin ab. Boah, aber mit Fliegen haben wir jetzt einfach so viel mehr Möglichkeiten, ne? Ja, das ist schon geil. Aber ich denke, ich werde jetzt dann noch offscreen noch mal ein bisschen meine Pokémon trainieren. Ein paar Level würde ich schon noch gern aufholen, wenn ich ehrlich bin. So ein paar wär schon sinnvoll. Aber, ne, schnappen wir uns unser Puma. Fliegen wieder zurück nach Oliviana City. Und liefern die Medizin ab. Huh! Nice! Ja, Fliegen ist eine geile VM. Vor allem so nützlich. Fliegen ist, glaube ich, wirklich mit neben Surfer eine der nützlichsten VMs überhaupt. Ich hoffe, der Aufzug ist aktiv. Ja, ist er. Sehr gut. Dann liefern wir kurz die Medizin ab. Und dann denke ich, sind wir für heute durch, Friends. Ich hatte heute nur vor, die Arena zu machen. Ich werde offscreen ein bisschen trainieren.
Ich hoffe, ich schaffe es jetzt auch dann irgendwann mal, mich hinzusetzen und in den Poké-Athlon-Hallen für den Leuchtstein zu spielen, dass ich unser Pancake endlich zu einem Togekiss entwickeln kann. Weil dann ist es auch nämlich ein ziemlicher Tank. Dann habe ich nämlich mit Puma und Pancake zwei übelste Tanks vorne, die auch noch mit Fliegen sozusagen eine Runde aus dem Schussfeld des Gegners verschwinden können. Und Ampharos geht's wieder gut. Oh, sweet. Jetzt ist es wieder hell hier oben. Oh, geil. Du bist so heftig. Naja, ich gehe mal wieder in die Arena. Tschüss. Okay, du gehst. Nimmst die Treppe. Nicht die Treppe, nimmst die Leiter. Ich nehme den Aufzug, weil ich bin ein fauler Sack. Und ich hoffe, ihr seid kein fauler Sack und werdet aktiv und lasst mir Daumen nach oben auf dem Video da. Beim nächsten Mal mit neuen Leveln werde ich mich wahrscheinlich direkt der nächsten Arena stellen. Ich musste kurz gucken, von den Leveln, welche die geschickteste ist. Ich glaube tatsächlich die in Mahagonia City. Aber da werde ich euch dann im nächsten Part noch mehr erzählen können. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Euer Hübi, haut rein. Oh, wir werden noch angerufen von Baoba. Hey, ich bin's, Baoba. Sorry, dass ich hab warten lassen. Die Safari-Zone ist auf. Ach, jetzt ist sie auf. Ja, wahrscheinlich. Ich war nur gerade da. Alter, beste Stimme, EOW. Servus.